André Gerets, erstes Meisterspiel gewonnen, 5-2, war aber ein harter Brocken. Ja, war auf jeden Fall ein hartes Spiel. Leipzig ist immer ein harter Gegner. Auch wenn die heute nur mit 13 Mann da waren, war es trotzdem eine harte Nuss und haben wir erfolgreich gemeistert und sind froh über die 3 Punkte. Habt im zweiten Drittel aus dem Nichts das 2-1 kassiert und dann war irgendwie der Schwung raus. Wie war das? Wo lag es dran? Ja, es ist, war ein dummes Gegentor, aber kann mal passieren und da ist es halt wichtig, so schnell wie möglich wieder ins Spiel reinzukommen, wenn man so ein blödes Tor kassiert und ich glaube, das haben wir dann auch im letzten Drittel wieder gut gemacht und ja, passiert halt manchmal, aber ist nicht das, was wir wollen. Moos Israel hat heute sein erstes Spiel wieder gemacht, seine langen Verletzung. Im ersten Drittel wurde er wie aufgedreht. Wie hast du das gesehen? Ja, Mo hat hart gearbeitet in der Zeit, wo er verletzt war und möchte natürlich wieder oben mit angreifen und klar, hat gut gespielt heute, hat mir auch persönlich gut gefallen und klar, darauf kann er aufbauen. Dank dir. Oh, ja, ich stehe hier mit Moritz Israel. Moritz, jetzt 9 Wochen Pause. Wie geht es dir nach diesen 9 Wochen hier heute wieder dabei zu sein? Ja, ich habe mich, glaube ich, die letzten 9 Wochen darauf gefreut und es gibt kein besseres Gefühl, als jetzt eigentlich wieder zu spielen. Also, unbeschreiblich. Gerade mit der Kulisse wieder, das macht einfach Spaß hier. Was ist jetzt genau gemacht worden? Du bist operiert worden, einmal, zweimal, wie oft? Einmal und da wurden halt alle Bänder wieder am Schlüsselbein festgenäht, die Muskeln wieder zusammengenäht und ja. Ist jetzt ganz gut verheilt. Die Ärzte haben eigentlich gedacht, es dauert noch ein paar Wochen länger. Aber in der Hafen City, die Reha hat einfach super funktioniert und jetzt bin ich halt echt ganz froh, dass es schon so gut klappt. Hast du noch Schmerzen? Ich hatte bei jedem Check, wo du in die Bande gedrückt wurdest oder so, ich habe gedacht, oh Gott, die Schulter. Oder merkst du das überhaupt noch? Muskulär, ja. Die Schulter nicht direkt, aber da, wo quasi die Ärzte reingegangen sind in die Schulter, da hat man schon so Stellen, die noch vernarbt sind und ein bisschen wehtun. Aber ist nicht dramatisch. Und dein Gesamteindruck heute zu dem heutigen Spiel, was meinst du? Dafür, dass wir eigentlich das ganze Spiel in eine Richtung gespielt haben, muss ich sagen, ist das Ergebnis so ein bisschen schwach, würde ich sagen. Ja, wir hatten viele Chancen in Leipzig. Mit 13 Mann haben wir ziemlich müde gespielt, würde ich sagen. Und ja, im Endeffekt hat unsere erste Reihe einfach mal wieder 5 Tore geschossen, glaube ich. Brett war halt unglaublich, das Tor von Josh in Unterzahl. Hätte ihn natürlich selber nicht besser machen können. Ja, alles in allem kann man natürlich zufrieden sein mit so einem Sieg. Ich glaube, wir müssen uns schon noch ein bisschen steigern. Jetzt kommen noch ein paar härtere Gegner. Aber insgesamt, glaube ich, bin ich mit mir und mit der Mannschaft ganz zufrieden. Was ist dein persönliches Ziel jetzt für diese Meisterrunde? Erstmal gucken, dass ich selber wieder bei 100% spiele. Ich glaube, ich war relativ nahe dran, aber ein Stück geht noch. Und eventuell gucken, dass wir wirklich noch eine Reihe hinbekommen, die erste Reihe entlasten kann, die auch ein bisschen Druck nach vorne gibt. Und das hat heute schon ganz gut geklappt, würde ich sagen. Ist das jetzt eine weitere Dauerlösung oder nur einfach für dich so zum Reinkommen, diese Reihe mit Semyon und Pierre? Ich weiß es nicht. Ich habe beides schon gehört. Ich mache das, wo ich gebraucht werde. Ich muss sagen, es lief heute besser als gedacht. Wir haben erst 2-mal so trainiert und dafür haben wir, glaube ich, eine ganz gute Leistung ins Rest gebracht.